Servus, wir sind die Wildkogelburm und Gott ist ins Unterkämmer. Durch diese Krankheit sind wir mit der Familie oft zu Exerzitien gefahren. Wir sind kurz drauf, den Hand. Dann hat man die ganze Haut aufgezogen. So wie mir ein Pinsker sagt, und ja, das hat das ganze Leben für mich verändert. Wir haben eine Landwirtschaft zu Hause und es war immer so die Tradition, dass man am Samstag oder Sonntag in die Heilige Messe gegangen ist. Aber richtig tief zum Glauben und richtige Beziehung zu Gott haben wir erst aufgebaut, wie der Vorfall von meiner Mama war. Sie ist eben schwer an Krebs erkrankt. Durch diese Krankheit sind wir mit der Familie oft zu Exerzitien gefahren. Da treffen sie Menschen im Glauben und da gibt es Heilungsgebete und ja, da gibt es halt viel Wunder. Und Gott sei Dank hat es auch bei meiner Mama ein Wunder gegeben. Sie wurde von ihrem Krebs geheilt. Und dadurch haben wir eigentlich eine sehr enge Beziehung zu Gott aufgebaut. Sie ist eigentlich jetzt ziemlich das Wichtigste im Leben und gibt uns auch sehr, sehr viel Kraft. Und wir möchten auch diese Beziehung nicht mehr missen. Zu den Exerzitien, also sind nur unsere Eltern hingefahren und sie haben dann natürlich uns das alles erzählt und haben gesagt, also es ist ein super Erlebnis und hin und her und wir sollten einmal mitfahren. Und dann haben wir uns gedacht, ja, warum eigentlich nicht, dann fahren wir halt mit und wenn uns das zu langweilig ist, dann sitzen wir uns in ein Restaurant oder gehen halt raus und ja, dann haben wir uns das ganze Szenario mal angeschaut. Und da waren über 1000 Leute in einem Saal. Also ich bin so mit der Einstellung hingegangen, es hat ja Wunder gegeben und es gibt Wunder, die was man nicht sieht. Und ja, nachher habe ich mir aber gedacht, das kann ich irgendwie nicht glauben. Und dann habe ich richtig zu Gott gesagt, im Gedanken, Gott, gib mir bitte ein Zeichen von dir, dass ich weiß, dass ich für mein restliches Leben glauben kann und dass ich weiß, dass die gibt. Und dann waren die Heilungsgebete sind so vor sich gegangen, also immer weiter, immer weiter. Und zum Schluss hat er gesagt, also da waren wirklich 1000 Leute, es war eigentlich alles anonym, wir haben nur unsere Familie erkannt. Und dann hat er gesagt, der Priester, in diesem Saal befindet sich nur eine Person mit dem Namen Lukas, er wird Segen und Gnade empfangen. Dann hat man die ganze Haut aufgezogen, so wie mir ein Pinsker sagt, also richtig Gänsehaut. Und es war so ein freudiger Moment für mich, dass ich das, also dass ich habe mich, also ich war sprachlos auf gut Deutsch, also schnell gesagt. Und ja, das hat das ganze Leben für mich verändert. Ja, es ist halt immer schön zu wissen, dass man, es gibt noch was nach dem Tod. Das ist halt ins immer schön, dass man weiß, es ist nicht her und aus, sondern wir glauben ja an das, dass man nachher an den Himmel kommt und Jesus trifft. Und ja, das ist halt schön, wenn man an das weiß, es ist nicht einfach vorbei. Wenn ich in der Früh munter wäre, Vertrauen habe, ich weiß, dass Gott jede Millisekunde bei mir ist. Und das ist einfach schön, weil wenn es auch nicht gut geht, dann weiß man, Gott ist da, man kann Gott um alles bitten, also in guten und in schlechten Zeiten. Und das ist das Schöne. Und wie der Christoph sagt, das Leben geht weiter. Wir sind jetzt auf einer Durchreise sozusagen und müssen Schätze für den Himmel aussammeln. Und man sieht einfach, dass das Leben weitergeht und deswegen sollte man auch so leben. Und wir hoffen, dass wir das so zusammenbringen.